Moin Leute, ich bin Sian und zuallererst möchte ich mich mal für die 2.500 Abonnenten bedanken. Das bedeutet mir sehr viel und es freut mich wirklich, dass ich meine Leidenschaft für Technik mit euch teilen kann. 2.500 klingt erstmal nicht so viel im YouTube-Kosmos. Wenn man sich diese Anzahl an Leuten allerdings mal versucht, auf einem Fleck vorzustellen, wird einem doch klar, dass das eine recht hohe Zahl ist. Und als kleines Special gibt es heute ein Q&A-Video, in dem ich eure Fragen beantworte. Los geht's nach dem Intro, viel Spaß! Falls du noch kein Abonnent bist, dann abonniere mich gerne und aktiviere die Glocke, damit du kein weiteres Video verpasst. Boborano fragt, SE 2020 oder 8 Plus? Ja, zuallererst, ich habe dazu ein Video auch gemacht in der Beschreibung, wo ich das iPhone X mit dem iPhone 8 und 8 Plus vergleiche und da gehe ich auch aufs iPhone SE ein. Wenn ich es allerdings kurz zusammenfasse, dann muss man erst einmal überlegen, welche Bildschirmgröße mag man, also eher die vom 8 Plus oder die vom SE. Wenn man die vom SE will, dann würde ich dazu greifen und wenn man die vom 8 Plus will, dann eben dazu, beziehungsweise ich würde sogar noch den Aufpreis zum iPhone X zahlen, da man für relativ wenig Geld mehr viel mehr Leistung bekommt. The Boyeur fragt, welche Kamera nutzt du, um deine Videos zu machen? Ich filme gerade mit der Panasonic Lumix GX80, das ist eine spiegellose Systemkamera, bin ich sehr zufrieden mit, die macht 4K Videoaufnahmen mit 30 Frames und ja, in nächster Zeit habe ich erstmal vor, nicht abzugraden. Ich finde da die Optik wichtiger, ich habe auch ein neues Objektiv schon, ein zweites dazu bekommen, das Standardobjektiv abgegradet und so weiter und erst wenn 4K 60 Frames ein bisschen erschwinglicher wird, dann werde ich denke ich mal umsteigen oder vielleicht auch auf Vollformat. Farmisch fragt, Loraskian, gönn mir mal ein iPhone X, ich schwör. Nein. Unlegit Luca schreibt, finde du hast mehr Community verdient. Krass, wie schnell du dich in kurzer Zeit entwickelt hast, finde deine Videos immer unterhaltsam und interessant. Vielen Dank, Luca, freut mich extrem, sowas zu lesen und ich gebe mir immer Mühe, dass die Videos besser werden und dass guter Content für euch kommt. Vielen Dank, Luca. Ja, den nächsten Namen kann ich nicht vorlesen, weil er auf Kyrillisch ist. Welches Handy würdest du eher empfehlen, iPhone SE, XS oder 11? Ich habe auch ein Video dazu gemacht, das ich in der Beschreibung verlinkt habe, wo ich alle iPhones vergleiche. Da gehe ich auch darauf ein. Wenn ich es aber unterm Strich mal zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, wenn man ein geringeres Budget hat, sollte man zum iPhone SE greifen und bei einem höheren Budget zum iPhone XS, was meiner Meinung nach aktuell das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Und ich persönlich finde es auch besser als das iPhone 11 im Vergleich. Wer das allerdings nochmal im Detail wissen möchte, warum, soll sich das Video anschauen. Falls dich interessiert, was die iPhones aktuell alle so kosten, insbesondere im Vergleich miteinander, schau mal in die Beschreibung, da habe ich einen Link reingepackt. HB fragt, welches iPhone nutzt du seit wann und warum? Ich habe das iPhone X, das benutze ich seit so circa 2 Jahren und bin einfach sehr zufrieden damit. Das hatte ich mir damals gekauft, als es schon ein bisschen auf dem Markt war und ist meiner Meinung nach damals dann der eindeutig beste Kauf gewesen zu dem Zeitpunkt, weil ich iOS cool fand und es war das aktuellste. Das war auch kurz bevor das iPhone XS rauskam, habe ich es glaube ich gekauft, weil ich es eben relativ günstig bekommen hatte und bin ich auch sehr zufrieden mit noch nach wie vor. Habe ja auch ein Video dazu gemacht zum iPhone X, ob man das noch kaufen sollte dieses Jahr und ich finde es auch nach wie vor noch ein sehr gutes Handy. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, wenn du noch weitere Fragen hast. Die versuche ich dann auf jeden Fall in den Kommentaren zu beantworten oder im nächsten Frag-Raskan-Video. Das kann alles Mögliche sein zu iPhone, Apple, Technik, zu mir oder was auch immer. Wird dann im nächsten Video beantwortet oder in den Kommentaren eben. Finanzgeist fragt, wirst du dir das iPhone 12 oder 12 Pro kaufen? Und ja, ich denke, jetzt wird es langsam für mich auch mal Zeit, es abzugraden. Vielleicht würde ich das iPhone X eigentlich noch länger halten, wenn ich jetzt diesen YouTube-Kanal hätte. Allerdings habe ich auch Bock auf was Neues und damit ihr auch frischen neuen Content bekommt, denke ich mal, werde ich mir das iPhone 12 oder 12 Pro kaufen. Ich weiß noch gar nicht, welches von beiden, weil jetzt auch die günstigeren iPhones, wenn das alles so kommt wie gerumort, auch interessant sein könnten für mich, weil die eben auch einen OLED-Screen haben. Das werde ich aber dann alles nach der Präsentation entsprechend entscheiden, welches dieser iPhones ich mir dann kaufen werde. Andreas Fabak, ich brauche Hilfe. Soll ich lieber das iPhone 8 kaufen oder das X, weil habe ein 6 und er ist langsam und alt und eigentlich wollte ich mir auch Schuhe kaufen, Balenciaga Speed Trainer. Was würdet ihr mir mehr empfehlen? Kauf nicht die Schuhe. Ich habe mir die angeschaut, die sind hässlich. Srian24 fragt, hast du beim iPhone X schon mal einen Akkutausch machen lassen?
Ja, den habe ich machen lassen, relativ nachdem ich es gekauft habe, relativ schnell. Und zwar dann ja Ende 2018 oder so. Und zwar, weil das damals auch noch günstiger war, diese 29 € oder sowas gekostet hat. Ich glaube, ich hatte das gekauft mit irgendwie so 90% Akku, dann ist es ein bisschen weniger noch geworden. Und dann habe ich das noch so am letzten Drücker ausgenutzt mit diesem Angebot, dass man es für 29 € wechseln kann bei Apple. Vivian Sowatzki fragt, unter meinem iPhone XR 2020 Video muss man dazu sagen, im August noch kaufen. Ja, Link ist auch in der Videobeschreibung zu diesem iPhone XR Video. Und ich denke, das gilt weiterhin so, das Video, was ich darin sage. Zwischenzeitlich kam ja noch das iPhone SE raus. Ich glaube, das Video ist vom Januar. Aber alles in allem sind die beiden Handys doch relativ unterschiedlich, gerade die Bildschirmgröße. Und daher denke ich, das, was ich in diesem Video gesagt habe, ist noch valide. Und das iPhone XR sollte man basierend auf diesem Video dann eben entsprechend noch kaufen oder nicht. Also wenn euch das mehr interessiert, schaut euch das Video an. Ich denke aber unterm Strich ist trotzdem das XS immer noch das preis-leistungstechnisch beste Handy aktuell von Apple. Tresor fragt, macht es Sinn, Apple TV 4K zu kaufen, wenn ich noch kein 4K-TV habe? Ja, ich habe auch noch kein 4K-TV und finde einfach, dass wenn man jetzt eins kaufen sollte, dann sollte man das 4K kaufen, weil die Leistung besser ist und man auch jetzt für die Zukunft gerüstet ist. Ich habe meinen Full-HD-Fernseher hier, 55 Zoll Samsung, und sehe erstmal keinen Grund, den abzugraden, aber wenn ich in 2, 3 Jahren upgrade, habe ich schon ein passendes 4K Apple TV. Und ich habe einfach jetzt auch schon die Performance davon und denke, also auf jeden Fall macht es Sinn, das zu nehmen, selbst wenn man kein 4K TV hat. Thermohunter fragt, was hältst du davon, dass AirPods durch Strahlung angeblich Krebs auslösen können? Zuallererst mal, ich bin kein Mediziner und kenne mich da auch nicht aus. Habe allerdings einen Artikel im Business Insider gelesen, habe ich auch mal in die Beschreibung verlinkt, der das auch das Thema behandelt. Und habe für mich persönlich den Schluss gezogen, dass ich mir darüber keine Sorgen mache, weil die Strahlung der AirPods einfach oder generell von Bluetooth-Kopfhörern einfach um Vielfaches geringer ist als Handystrahlung. Und die hält man sich ja, das hält man sich ja auch ans Ohr unter Umständen. Und ja, es ist nicht abschließend geklärt, ob es eben schädlich ist oder nicht. Bei Handystrahlung übrigens auch nicht, die ja, wie gesagt, vielfach stärker ist. Und deswegen mache ich persönlich mir da einfach keine Sorgen. Bin aber kein Mediziner. Wer auf 100% Nummer sicher gehen will, benutzt halt kabelgebundene Kopfhörer. Ich mache mir da aber keine Sorgen. Was ich allerdings jedem ans Herz legen kann, ist, dass man nachts sein Handy auf Flugmodus machen sollte. Weil gerade wenn man das irgendwie dann anhat mit WLAN und Handynetz und so weiter und das über Nacht dann neben einem auf dem Nachttisch liegt und das na über Stunden, ja, muss nicht sein, kann man auf Nummer sicher gehen und das einfach ausmachen, wird man auch nicht genervt, wenn irgendwer nachts anruft. Falls du noch Fragen hast, dann schreib mir die gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.